Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Risen. Ja, ich habe geguckt, ob man irgendwie die Steuerung anpassen könnte, aber mit Controller wäre das zu viel Aufwand, jetzt irgendwie überhaupt was zu machen. Geschweige denn, es würde überhaupt funktionieren. Ich würde es noch einmal mit Cutter versuchen. Was ist Würstchen? So, das kennen wir ja schon Zeit aus der letzten Folge. Lektion. Ja. Die sind einfach zu schwach, glaube ich, gegen ihn. Ne. Das schaffen wir einfach nicht gegen den. Ach Leute. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Ja, ich schaff's nicht gegen Cutter. Sid? Hey, ich bin Sid. Und du bist hoffentlich kein Schoßhund des Ordens. Was hast du gegen den Orden? Was hast du gegen den Orden? Der Orden sperrt uns wie Vieh in dieser Stadt ein und verschleppt unsere Männer in die Vulkanfestung. Sieh dir Rodriguez an. Er war mal einer von uns. Ich konnte mich auf ihn verlassen. Und jetzt, da oben in der Festung, haben sie irgendwas mit ihm gemacht. Sie haben ihn umgedreht. Jetzt ist er nur noch ein Werkzeug des Inquisitors. Scheiß auf ihn. Und wer ist Rodriguez? Wer ist Rodriguez? Das ist eine gute Frage. Er war mal ein guter Dieb. Aber dann haben sie ihn draußen beim Plündern erwischt. Ich weiß nicht, was sie mit ihm gemacht haben. Aber ich erkenne ihn nicht wieder. Jetzt bewacht er im Namen des Ordens das Schlachthaus am Hafen. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Rodriguez hat es auf mich abgesehen. Der Kerl will mir ans Leder. Wenn du mir helfen willst, finde heraus, was er vorhat und erzähl's mir. Was hat Rodriguez vor? Ja, ich traue den Dingens hier auch nicht, den Ordenshütern. Heda, Fremder, wenn du Fleisch haben willst, musst du dafür bezahlen. Wenn du kein Gold besitzt, Meister Bale Schwur verteilt einen Topf an die Armen. Was ist deine Aufgabe? Was ist deine Aufgabe? Ich bewache das Schlachthaus. Das Fleisch der Kühe ist unsere härteste Währung. Also komm nicht auf dumme Ideen. Wir bewachen es mit der gleichen Sorgfalt wie die Artefakte. Auch wenn wir nicht alle Einbrüche in der Stadt verhindern können. Gibt es viele Einbrüche? Gibt es viele Einbrüche? Erst vor kurzem wurden drei Häuser ausgeraubt. Und was habt ihr unternommen? Wir versuchen, die Banditen im Auge zu behalten. Machen wir uns nichts vor. Sid steckt hinter den Einbrüchen. Du weißt, dass Sid hinter den Einbrüchen steckt? Du weißt, dass Sid hinter den Einbrüchen steckt? Es scheint offensichtlich. Nur leider kann ich es ihm nicht nachweisen. Woher willst du dann wissen, dass er es war? Ich kenne ihn. Er ist ein Bandit. Woher kennst du Sid? Woher kennst du Sid? Von früher. Ich gehörte mal zur Bande des Don. Aber in der Festung habe ich erkannt, dass der Weg der Banditen falsch ist. Jetzt kämpfe ich für die Gerechtigkeit und für Inquisitor Mendoza. Und was hast du jetzt vor? Was hast du jetzt vor? Ich will, dass die Einbrüche untersucht werden. Aber ich werde die Fleischerei nicht unbewacht lassen. Deshalb brauche ich einen tüchtigen Mann. Was ist mit dir? Es wäre eine Chance für dich, dem Orden Ehre zu erweisen. Außerdem bin ich ermächtigt, allen, die mir helfen, eine Belohnung zu geben. Wie hoch ist denn die Belohnung? Wie hoch ist denn die Belohnung? Du bekommst 150 Goldstücke, wenn du die Einbrüche aufklärst. Ich sag mal ja. Ich werde die Einbrüche untersuchen. Gut, dann pass auf, das wird keine leichte Sache. Du wirst deinen Kopf benutzen müssen, um diese Aufgabe zu bewältigen. Sid wusste immer, wo es was zu holen gab. Er hat sich vorher in den Häusern umgesehen? Nein, das wäre viel zu auffällig gewesen. Ich glaube, er hat jemanden geschickt, der für ihn die Häuser ausspioniert hat. Wenn du ihn findest, haben wir einen Zeugen. Finde den Spitzel des Einbrechers. In welche Häuser wurde eingebrochen? In welche Häuser wurde eingebrochen? Bei Nelson, dem Kartenzeichner, Flavio, dem Fellhändler und Baxter, dem Buchhalter. Du solltest mit jedem der drei sprechen. Ihre Aussagen sind wichtig. Nur mit ihrer Hilfe wirst du in dieser Angelegenheit weiterkommen. Wo finde ich? Wo finde ich? Flavio? Flavio, den Fellhändler. Oben in der Gosse. Er hat sein Haus gleich neben dem Schrein der Heiligen Flamme. Baxter, den Buchhalter? Baxter, den Buchhalter. Gleich neben der Fleischerei. Schließlich führt er hier die Geschäfte. Und Nelson, den Kartenzeichner? Nelson, den Kartenzeichner. Er hat seine Hütte auf dem Weg in die Gosse. Geh einfach die Treppe vom Hafen rauf. Okay, ich sag mal Sid Bescheid. Sid?
Rodriguez glaubt, dass du hinter den Einbrüchen steckst. Rodriguez glaubt, dass du hinter den Einbrüchen steckst. Dann kann ich nur hoffen, dass er niemals einen Beweis dafür findet. Oder einen Zeugen. Rodriguez glaubt, dass du einen Spion hast. Rodriguez glaubt, dass du einen Spion hast, der für dich die Häuser auskundschaftet. So, so. Und? Hast du einen Spion, der für dich arbeitet? Dieser verdammte Rodriguez. Klar habe ich einen Spion. Und wer ist es? Wenn er schlampig gearbeitet hat, wirst du ihn finden. Aber ich sag dir was. Bevor du ihn an Rodriguez verkaufst, kommst du wieder zu mir. Wir werden schon einen Weg finden, diese Sache aus der Welt zu schaffen. Kati? Hallo, Fremder. Ich bin Casey. Casey. Hallo, Casey. Wie bist du denn in die Stadt gekommen? Die Tore sind doch längst verschlossen. Ich habe einen Weg gesucht und gefunden. Du bist ganz schön neugierig. Du bist ganz schön neugierig. Keine Angst, Süßer. Ich will dir keinen Ärger machen. Süßer. Ich bin mir sicher, jemand wie du findet immer einen Weg. Na klar. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin die Freundin von Sid. Er ist einer der Banditen des Don. Ach was. Er ist schlau und stark und er weiß, was eine Stadtfrau verlangt. Du meinst? Genau. Er macht mir Geschenke. Ach so. Erst letztens hat er mir einen schönen Ring geschenkt. Kann ich deinen Ring einmal sehen? Kann ich deinen Ring mal sehen? Nein, das ist meiner. Nachher nimmst du ihn mir noch weg. Ich wollte ihn nur sehen, ja? Okay, kann ich zu Dings nochmal gehen? Oder warte mal, hier hinten waren wir auch noch nicht. Wer ist denn das da nochmal? Bürger, achso. Ordenskrieger? Ja, aber wo führt das hier hin? Halt! Kein Zutritt! Was ist das für ein Gebäude hier? Was ist das für ein Gebäude hier? Das hier ist unser Wachhaus. Carlos, unser oberster Ordenskrieger und Kommandant der Stadt, hat hier seinen Sitz. Für deine weltlichen Belange wendest du dich besser an Bruder Belschwur, Fremder. Du findest ihn im Gossenviertel. Er kümmert sich dort um das gemeine Volk. Wie bist du Ordenskrieger geworden? Wie bist du Ordenskrieger geworden? Ich habe mich freiwillig gemeldet. Die Zwangsrekrutierten bleiben meistens in der Vulkanfestung oder werden in die Tempelruinen geschickt. Der Wachdienst hier ist zwar auch kein Zuckerschlecken, aber immer noch besser als in den Ruinen verheizt zu werden. Sie haben mich sogar gefragt, ob ich Magier werden will. Naja, bin dann doch Rekrut geworden. Magie liegt mir eben nicht so gut wie der Kampf mit dem Stab. Okay, nimm mal eine Heilpflanze mit. Ist hier sonst noch was? Eine Beere? Das nehmen wir mit. So, und was ist das hier? Wo führt das hier hin? Ach, hier sind wir. Tilda. Hi. Hallo. Wenn du was kaufen willst, musst du mit Konrad reden. Ich arbeite hier nur. Was machst du hier vor Konrads Haus? Was machst du hier vor Konrads Haus? Wir haben Konrad jahrelang unsere Erträge verkauft. Und er hat nicht schlecht daran verdient. Ich denke, es ist mehr als gerecht, dass er uns nun aufnimmt. Selbst wenn es nur vor seiner Tür ist. Was kannst du mir über Konrad erzählen? Was kannst du mir über Konrad erzählen? Er hat das Haus voller Vorräte, aber uns lässt er nicht herein. Er hat keinen Finger für uns gerührt, nicht mal als sie unsere Kühe geschlachtet haben. Erzähl mir davon. Die Weißen haben sie einfach mitgenommen. Und was haben wir dafür gekriegt? Ein paar Goldmünzen, die nicht ausreichen, um davon satt zu werden. Aber Konrads Kühe werden verschont. Er hat mit Carlos gesprochen und seine Kühe müssen nicht geschlachtet werden. Pah, Männer. Erzähl mir von dir. Erzähl mir von dir. Es sind schlimme Zeiten herangebrochen. Wir mussten unseren Hof verlassen. Und meine Söhne sind noch da draußen. Und ich weiß nicht, was mit ihnen ist. Es sind gute Jungs. Ich habe keine ruhige Nacht mehr, wenn ich nicht weiß, dass sie wohl auf sind. Kannst du mir nicht sagen, wie es meinen Söhnen geht?
Es ist verboten, die Stadt zu verlassen. Das kann dich doch nicht davon abhalten, einen Weg hier rauszufinden, oder? Was ist denn mit deinem Mann? Was ist denn mit deinem Mann? Ingvar? Ach, der sitzt den ganzen Tag in der Kneipe und versäuft unser letztes Hab und Gut. Oh. Wegen deiner Söhne? Was zahlst du denn, alte Frau? Oh, nee. Wie heißen deine Söhne? Beppo ist der Älteste. Er ist gar nicht erst mit in die Stadt gekommen. Hoffentlich ist er nicht den Banditen in die Hände gefallen. William hat sich freiwillig zum Dienst an der Waffe gemeldet. Und Marvin, mein Jüngster, ist in der Nacht auf und davon. Was Beppo angeht, er ist Bandit geworden. Ich werde mal die Augen offen halten. Oh, danke. Danke, ich... Ja, ja, schon gut. Ich traf deinen ältesten Sohn, Beppo. Dann lebt er? Ja, er lebt. Er hat einen Job bei den Ruinen. Aber ist das nicht gefährlich? Naja, aber er ist nicht allein. Er hat ein paar starke Kämpfer an seiner Seite. Okay, darf ich hier so rein? Wenn du interessiert an Waren aller Art bist, wirst du bei mir bestimmt etwas finden. Aber wenn du nur gekommen bist, um zu betteln, kriegst du meinen Stock zu spüren. Behalte bitte deinen Stock in der Hose, ja? Ich hörte, du lässt Tilda nicht in dein Haus. Hat sie dir das erzählt? Die alte Hexe? Ich versorge sie mit Nahrung und stelle ihr großzügig Platz zur Verfügung. Und sie jammert und heult. Lass sie doch einfach drin schlafen. Hör mal, Bursche, misch dich nicht in meine Angelegenheiten ein. Hier bestimme immer noch ich, wen ich in mein Haus lasse. Ja, okay. Zeig mir deine Ware. Okay, kann ich ihm was andrehen? So, was habe ich hier? Rostige Schwerter. Ein Vorschlaghammer. So, sonst noch irgendwie was? Witz erzählen, Schiffer, ein guter Lacher lässt einen so manche Schandtat vergessen. Das brauchen wir. Licht ins Dunkel. Hier, Pokalhändler geben gutes Gold dafür. Zähne. Wolfsfell. Wildschweinfell. Rüstungsplatte. 64 Gold, ja. Wie viel haben wir jetzt? 92 Gold. Immerhin etwas. Na, was spazieren wir denn hier herum, hm? Ich hoffe, du hast dich nicht verlaufen, was? Was gibt's hier denn so schon Spannendes zu sehen? Jetzt werd mal nicht frech. Wenn du hier herumschnüffelst, um uns zu beklauen, dann kannst du was erleben. Ich stehe hier schließlich nicht zum Spaß. Außerdem kenne ich dich nicht. Du könntest ja vom Don geschickt worden sein. Hattest wohl schon öfter Probleme mit den Jungs vom Don? Natürlich. Die warten doch nur auf eine Gelegenheit, um uns Ordenskrieger wieder loszuwerden. Schau dir doch einfach mal den Burschen da drüben auf der anderen Seite der Straße an. Sein Name ist Tony. Der glaubt wirklich noch, dass ich nicht merke, dass er uns schon seit Tagen beobachtet. Ich wette mit dir, der wartet nur auf eine Gelegenheit, in unser Haus einzubrechen. Mir wäre wohler, wenn der Typ endlich verschwinden würde. Tony? Marcello? Tony! Hallo. Psst, mach nicht so ein Aufsehen, sonst werden wir beide noch verhaftet. Was ist denn los? Psst, nicht so laut, Mann. Die weiße Wache da hinten wird schon aufmerksam. Wenn Hernandez mitkriegt, dass ich das Haus des alten Don beobachte, kriegt er mit Sicherheit das große Flattern. Du bist im Auftrag des Don unterwegs? Du kannst Fragen stellen, Mann. Ja, ich habe einen Auftrag von Esteban und er wird äußerst ungehalten, wenn ich nicht tue, was er sagt. Wie du siehst, könnte ich Hilfe gebrauchen. Die Weißen machen dir ganz schön zu schaffen, was? Ja, Mann. Hernandez, der Mistkerl, hat es sich da am Eingang so richtig schön gemütlich gemacht. Es scheint so, als würde er den Rest seines Lebens da als Wachposten verbringen wollen. Verdammt. Und ich sitze hier draußen bei Wind und Wetter wie so ein Arsch. Was genau ist dein Auftrag?
Im Haus befindet sich ein altes Familienerbstück des Dorn. Es ist ein goldenes Amulett. Wenn es die Weißen in die Finger bekommen, bin ich geliefert. Jeden Krümel Gold bringen die Weißen in die Vulkanfestung. Esteban wird mich umbringen, wenn das Amulett dahin gebracht wird. Du willst die Weißen bestehlen? Du willst die Weißen bestehlen? Was heißt hier bestehlen, Mann? Wer hat sich denn fett in die Stadt gesetzt und macht hier schlechte Luft, hä? Das Haus und alles, was darin ist, gehört Don Esteban. Ich soll ihm zurückbringen, was ihm sowieso schon gehört. Wo genau soll das Amulett sein? Wo genau soll das Amulett sein? Esteban sagte was von einem geheimen Raum, den man angeblich über einen versteckten Schalter hinter einem Bild öffnen kann. Aber ich frag mich, wie man diesen Raum in dem riesigen Haus finden will, während die Weißen da herumschwirren. Erzähl mir mal ein bisschen über das alte Haus des Don. Erzähl mir mal ein bisschen über das alte Haus des Don. Es ist der riesige Bau da drüben. Die Weißen sind den ganzen Tag im Haus. Ich habe sie es selten verlassen sehen. Wenn man da einbrechen wollte, müsste man das schon nachts machen. Dann schlafen einige von ihnen. Ich werde dir das Erbstück beschaffen. Gute Idee, Mann. Hol mir das Ding, aber mach keinen Scheiß damit. Esteban wird mich töten, wenn es Hernandez in die Hände fällt. Hernandez? Also den Weißen will ich das echt nicht geben. Schmiedeknecht, wer ist das? Wache. Wo führt das hier hin? Schrank? Darf ich hier sein? Mir ist jetzt keiner hinterhergelaufen. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Bitte seine Rüstung drinne. Okay, Äpfel. Also da, wo Hernandez steht, da ist Dons Haus. Wache? Ich bin jetzt auf der Mauer, okay. Lass sie mir raten, ich kann rein theoretisch hier von hier ausbrechen. Autsch. Wo führt das hin? Jemand? Beil? Kurzbogen? Apfel? Nee, steck das wieder ein. Mist. Einen Fall habe ich jetzt einfach so verloren. Aber immerhin haben wir jetzt einen. Oh, hier gibt es einen Schmied. Walter! Ja? Kannst du mir eine Waffe verkaufen? Nein. Alvaro kümmert sich um das Geschäftliche. Wie läuft's bei dir? Du hast wohl zu viel Zeit. Seit dem Gesetz des Inquisitors stecke ich bis zum Hals in Arbeit. Alvaro lässt mir kaum noch Zeit, mal in Ruhe ein Bier zu trinken. Keine Ahnung, wie lange ich nicht mehr geschlafen habe. Was mit Schmiederohlingen? Verkaufst du die? Was ist mit Schmiederohlingen? Sieht schlecht aus. Seit der Sache mit den Ruinen kriege ich keine Rohstoffe mehr. Kann man da gar nichts machen? Nun ja, es gibt da schon eine Lösung. Wenn du Eisenerz hast, kann ich dir daraus Schwertrohlinge machen. Kannst du mir was beibringen? Nein, dafür habe ich keine Zeit. Dank Alvaro. Erzähl mir was über Alvaro. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss arbeiten. Mach doch mal eine Pause. Und wer macht dann meinen Job? Du? Na, ich kann's ja mal versuchen. Und was glaubst du, wird Alvaro dazu sagen? Ich denke, er wird es begrüßen, wenn sein Schmied wach und ausgeruht arbeitet.
Das Einzige, was Alvaro begrüßen würde, ist eine weitere Truhe voll Gold. Was habt ihr alle mit dem Gold? Alvaro nimmt dich ziemlich ran, was? Alvaro nimmt dich ziemlich ran, was? Manchmal glaube ich, dass wirklich jeder in der Stadt eine Waffe haben will. Ha, wenn Menschen Angst haben, schärfen sie ihre Schwerter. Und die Arbeit bleibt an mir hängen. Naja, Hauptsache es gibt Bier. Ja, kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Vielleicht. Ich habe Nachschubschwierigkeiten. Ständig fehlt irgendwas. Jeden Mist muss ich mir hier zusammensuchen. Am meisten fehlt mir altes Metall, das ich einschmelzen kann, um daraus Rohlinge zu fertigen. Wenn ich genug alten Metallschrott hätte, würde mir das meine Arbeit sehr viel einfacher machen. Woher kriegt man so viel altes Metall? Die Bauern draußen hatten ziemlich viel alten Metallschrott auf ihren Höfen herumliegen. Alte Werkzeuge, Nägel, sowas eben. Aber ich habe von den Gnomen gehört, die da draußen herumstöbern. Sie klauen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich wette, die haben auch den ganzen alten Metallschrott der Bauern gestohlen. Verstehe. Ich bring dir altes Metall. Aber du kannst doch gar nicht heraus aus der Stadt. Ich mach das schon. Wirklich? Das wäre super. Ich würde es dir auch bezahlen. Aber ich brauche verdammt viel davon. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich habe Eisenerz für dich. Gut. Was willst du? Wie viel Eisenerz brauche ich für einen Rohling? Wie viel Eisenerz brauche ich? 8 Stück wahrscheinlich. Ein Rohling für ein Einhandschwert benötigt 8 Eisenerzbrocken. Für Bastardschwerter brauchst du 10 und Zweihänder benötigen 12 Eisenerzbrocken. Okay, habe ich nicht. Und das ist das alte Haus von Don. Da haben wir Gary wieder. Hier, mit ihm wollte ich nochmal reden, mit Wiesel. Ich weiß, wer die Ratte ist. Es ist Cutter. Cutter? Er lässt sich von uns bezahlen, damit wir in Ruhe arbeiten können und dann bestiehlt er uns. Ich hoffe, dieser miese Penner wird uns keine Probleme mehr bereiten. Was ist mit den Paketen? Hat er sie dabei? Finde sie und bring sie mir. Das wird nicht so einfach. Edgar, mit dem hatten wir schon gesprochen. Ich brauche jetzt irgendwie einen Weg raus. Eine Sache will ich ausprobieren. Ich speichere einmal. In der Hafenstadt. Kann ich schwimmen? Ich kann nicht schwimmen. Okay. Aber hier ist eine Hornmuschel. Kann ich das hier benutzen? Auch nicht. Okay. Kann ich hier irgendwie was? Schatztruhe. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Okay. Okay, ich finde das schade. In Gothic 1 konnten wir ja schon schwimmen. Gothic 2 konnten wir schwimmen. Gothic 3 konnten wir schwimmen. Aber Risen können wir nicht schwimmen. So, was gibt's da hinten? Da waren wir noch gar nicht. Sergio? Ja? Du bewachst hier die Schiffe? Ja, das auch. Unter anderem, sozusagen. Die Schiffe in diesem Hafen sind für jeden Langfinger in der Stadt eine leichte Beute. Nicht auszudenken, wenn sich hier jeder Hanswurst an der Ladung der Schiffe zu schaffen machen würde. Aus diesem Grund bin ich hier. Unter anderem. Du bist ein Ordenskrieger, hä? Wer hat dir das gesagt?
Dein scharfer Verstand nehme ich an, was? Nein, eher deine Rüstung nehme ich an. Ja, ich bin Ordenskrieger der Heiligen Flamme. Das ist richtig. Schön, dass wir uns da einig sind. Wie bist du Ordenskrieger geworden? Wie bist du Ordenskrieger geworden? Nun, das war Fügung des Schicksals, würde ich sagen. Der Inquisitor persönlich hat mich erwählt, ihm zur Seite zu stehen. Also haben sie dich nicht gezwungen? Ach, wo denkst du hin? Ich wusste immer, dass ich zu etwas Höherem geboren wurde. Und nun sieh mich an. Ich könnte mir keine bessere Stellung oder Aufgabe vorstellen. Offensichtlich. Der Inquisitor, wie ist er denn so? Der Inquisitor, wie ist er so? Er ist ein harter Mann mit festen Prinzipien. Wenn er ein Ziel vor Augen hat, kann ihn niemand aufhalten. Sein Wort ist Gesetz. Seine Faust zerschlägt alles, was sich ihm in den Weg stellt. Eine sehr imposante Erscheinung. Du wirst ihm sicher irgendwann gegenübertreten. Ja, da komme ich wohl nicht drum herum. Keine Angst. Wenn du dem Weg der Ordnung und Disziplin folgst, wirst du ihn für dich gewinnen. Da bin ich mir sicher. Und wenn das nicht mein Weg ist? Dann solltest du ihm besser niemals begegnen. Schon mal einen Dieb gefangen? Schon mal einen Dieb gefangen? Na, das will ich meinen, Bursche. Meinen Adleraugen entgeht hier nichts. Gar nichts. Natürlich nicht. Spotte nicht. Du willst doch nicht das gleiche Schicksal erleiden wie unser Gefangener in der Hafenkaizelle, oder? Der Mann in der Hafenkaizelle ist ein Dieb? Der Mann in der Hafenkaizelle ist ein Dieb? Kann man wohl sagen. Kapitän Romanov ist ein Piratenhauptmann der übelsten Sorte. Dieser Hundesohn hat mit Don Esteban paktiert. Der Don hat ihn dafür bezahlt, dass er ihm Waren aus aller Welt beschafft hat. Romanov ist für ihn brandschatzend, mordend und plündernd über die Meere gezogen. Aber seit der Inquisitor hier ist, ist das natürlich vorbei. Der Don ist weg. Und wir wollen das Gold, was Romanov vom Don für seine Verbrechen bekommen hat. Tja, solange Romanov nicht verrät, wo er das Gold versteckt hat, lassen wir ihn in der Zelle schmoren. Was ist an dem Gold von Romanov so wichtig? Was ist an dem Gold von Romanov so wichtig? Der Befehl des Inquisitors ist eindeutig. Jeder Gegenstand aus Gold soll in die Vulkanfestung geliefert werden. Romanovs Gold stammt direkt von Don Esteban. Grund genug, um alles zu versuchen, da heranzukommen. Findest du nicht? Klar, macht Sinn. Ich will ihm nicht helfen. Und hier, was ist die Hafenkaizelle? Wer ist das hier? Hey du! Dick. Was lungest du hier herum? Hier hat keiner was zu suchen. Ich wusste nicht, dass es verboten ist, hierher. Mach dich nicht so wichtig, ich gehe dahin, wo es mir passt. Ah, ich wusste nicht, dass es verboten ist, hierher zu kommen. Erzähl keinen Unsinn, du Schwachkopf. Was glaubst du, warum ich hier Wache halte? Was genau bewachst du hier? Was genau bewachst du hier? Das würdest du wohl gerne wissen, was? Pass bloß auf. In dieser Zelle dort sitzt Kapitän Romanov. Einer der gefährlichsten Piraten der Meere. Ist nicht wahr. Ja, seine Pfeife wie dich frisst er zum Frühstück. Was mit Romanovs Mannschaft? Was ist mit Romanovs Mannschaft? Ich denke, seine Leute lungern irgendwo in der Hafenstadt rum und lassen es sich gut gehen. Tja, Matrose müsste man sein. Warum bringen die Weißen Romanov nicht in die Vulkanfestung wie alle anderen? Warum bringen die Weißen Romanov nicht in die Vulkanfestung wie alle anderen? Tja, das fragst du den falschen Kumpel. Mir erzählen die Weißen nur so viel, wie ich wissen muss. Und wenn ich ehrlich bin, interessiert es mich auch nicht. Ich will mit Romanov sprechen. Ich will mit Romanov sprechen. Du machst mir Spaß. Das kannst du vergessen. Der Zellenschlüssel bleibt schön in meiner Tasche. Was willst du haben? Was willst du haben? Jeder andere Arsch der Stadtwachen amüsiert sich abends in den Kneipen. Oder geht in Sonjas Bordell. Aber ich darf meinen Posten hier nicht verlassen. Ich stehe hier draußen schon seit Tagen bei Wind und Wetter, wie so ein gepeinigter Köter. Das geht mir ganz schön gegen den Strich, das kann ich dir sagen. Wenn sich wenigstens eins der Freudenmädchen hier draußen mal sehen lassen würde. Ich werde dir eins von Sonjas Freudenmädchen hierher schicken. Ich werde dir eins von Sonjas Freudenmädchen hierher schicken. Dafür lässt du mich mit Romanov sprechen. Na gut, abgemacht. Beeil dich aber damit. Sonst setze ich hier noch Moos an. Und weh, sie ist schäbig wie die Nacht. Da wird nichts aus unserem Geschäft, klar? Ach, man kann doch Frau sein, wenn einem überhaupt mal eine Frau ansieht. Oder nicht? Okay, es hat gespeichert, brauche ich jetzt selber nicht zu machen. Warte, den muss ich noch aufs Maul hauen.
So, aber wir haben zum Glück jetzt einen dieser Spruchrollen. Wenn wir jetzt wissen, wie wir hier rauskommen, würde ich Rachel einmal hier ja? Lilly. Also, mit Lilly kann ich nicht reden. Sonja, ich brauche eins der Mädchen für die Zellenwache am Hafenkai. Ich brauche eins deiner Mädchen für die Zellenwache am Hafenkai. Hafenkai, sagst du? Nimm Annika. Sie schwirrt da draußen irgendwo am Hafenkai herum. Was du mit ihr machst oder für wen du sie brauchst, machst du am besten mit dir selbst aus. Alles klar. Annika, am Hafenkai. Danke. Okay, nochmal 25 Erfahrung. Das war Lilly. Annika war doch, glaube ich, die hier rumgelungert hatte irgendwo, oder? Sie, oder? Dirne. Da musst du vorsichtig sein. Die sind unberechenbar. Ich glaube, sie ist Annika. Ja. Ich habe bei Sonja für dich bezahlt. Ich habe bei Sonja für dich bezahlt. Na gut. Wo gehen wir jetzt hin? Zu dir oder zu dir? Die Stadtwache Dick will dich gerne kennenlernen. Die Stadtwache Dick will dich gerne kennenlernen. So, so. Er schickt wohl dich, weil er selbst zu feige ist, was? Schon gut. Wo ist dieser Dick? Er hält Wache bei der Zelle am Hafenkai. Ach ja, den Kerl meinst du. In Ordnung. Bin unterwegs. Die geht aber entspannt. Das Freudenmädchen Annika wird sich um dich kümmern. Das Freudenmädchen Annika wird sich um dich kümmern. Ah, das ist gut. Endlich mal was los hier auf diesem beschissenen Posten. So, nun zu dir, Kumpel. Komm mit nach hinten. Dort sieht uns keiner. Wenn Annika da ist, kriegst du den Zellenschlüssel. Da ist sie doch schon. Will ich wissen, was gleich passiert? Wird man da was sehen können zwischen den beiden? Reden, reden. Alle wollen immer nur reden. Wo ist Annika? Annika? Ach da. Was ist jetzt mit dem Zellenschlüssel? Was ist jetzt mit dem Zellenschlüssel? Gut, hier hast du ihn. Aber wenn ich wegen dir Ärger kriege, wirst du das bereuen. Schon klar. Mir geht's gut. Und dir? Probleme haben wir alle. Okay, das heißt, jetzt kann ich hier rein. Nein, nicht der Stuhl. Ich will die Tür wieder zumachen. Okay, erstmal vielleicht hier Leben auffüllen. Das ist Romanov, okay. So, nochmal. Und noch einmal. Das müsste doch hoffentlich reichen. Wen schicken Sie mir denn jetzt? Einen Laufburschen? Ich gebe dir einen guten Rat, Junge. Es ist besser für dich, wenn du erst gar nicht versuchst, mich nach meinem Gold zu fragen. Du bist Pirat? Du bist Pirat. Mein Name ist Ivan Michail Nikolai Igor Romanov. Für dich einfach nur Kapitän Romanov, klar? Ich bin mir sicher, du hast schon von mir gehört. Viele Geschichten werden über mich erzählt. Viele finstere Geschichten. Und glaub mir, egal was du gehört hast, sie sind alle gelogen. Heißt das, du bist kein Pirat? Heißt das, du bist kein Pirat? Das heißt, dass die Maulhelden da draußen keinen Schimmer davon haben, was ich wirklich getan habe, Junge. Romanov ist ein Mörder, sagen sie. Er ist ein Verbrecher. Er ist ein Dieb, sagen sie. Ha,
sollen sie alle im Vulkanfeuer schmoren. Ich habe ganze Städte vor heranrollenden Armeen beschützt. Ich habe den heiligen Tuk des Harlan aus dem Palast von Kroazin befreit. Ich habe einen Rottwurm getötet. Mit meinen bloßen Händen. So, und nun sag mir, dass dir das irgendjemand erzählt hat. Nein. Ah, aber so ist es gewesen. Du bist über das Meer gekommen? Du bist über das Meer gekommen? Allerdings. Wer von den braven Bürgern weiß denn schon, was auf den Meeren da draußen wirklich passiert? Alle reden von der Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel. Ha! Aber das ist nur ein Witz. Ich sage dir, es wird noch viel schlimmer kommen. Ein Sturm ist im Anmarsch. Ich habe es selbst gesehen. Ein Sturm, den niemand aufhalten kann. Nicht einmal dieser eingebildete Inquisitor mit seiner weißen Armee. Du scheinst den Inquisitor nicht zu mögen, ne? Du scheinst den Inquisitor nicht zu mögen. Ha! Was denkst du, wer mich hier eingebuchtet hat, du Schlaumeier? Aber eins kann ich dir sagen. Wenn ich hier wieder rauskomme, kann er was erleben. Wie lange sitzt du hier schon? Wie lange sitzt du hier schon? Einige Tage. Die Schweine wollen mich weichkochen. Ha! Da können sie lange warten. Ich werde ihnen niemals verraten, wo ich mein Gold versteckt habe. Ha, ha, ha! Du erwähntest gerade dein Gold. Ich hab dir gesagt, dass du mich nicht danach fragen sollst. Ja, richtig. Ich erinnere mich. Dann halte dich daran. Sonst wird es dir schlechter gehen. Aber die Tür ist offen. Du bist frei. Die Tür ist offen. Du bist frei. Meinst du etwa, diese marode Tür dort hätte mich daran hindern können, hier rauszukommen? Glaubst du das? Da kennst du mich aber schlecht, mein Junge. Wenn ich gewollt hätte, wäre ich schon über alle Meere. Warum fliehst du nicht? Warum fliehst du nicht? Ich habe hier in dieser Stadt noch was zu erledigen. Eines Tages werden die Weißen im Dreck liegen und die Stadt wird wieder Don Esteban gehören. Ich werde mir ein großes Stück aus dem Kuchen herausschneiden, wenn es soweit ist. Ich werde erst mal hier bleiben und auf meine Chance warten. Du willst Don Esteban unterstützen? Du willst Don Esteban unterstützen? Ich kenne Esteban schon seit langer Zeit. Er ist der wahre Herr dieser Insel. Ich habe die Zusammenarbeit mit ihm nie bereut. Gemeinsam haben wir immer fette Beute gemacht. Ich habe nicht vor, das zu ändern. Auch du wärst gut beraten, wenn du dich für die richtige Seite entscheidest, mein Junge. Ein bisschen windig in deiner Zelle hier. Ein bisschen windig in deiner Zelle hier. Wind macht einem wahren Seemann nichts aus. Doch dieser elende Gestank in diesem Loch macht mich doch wahnsinnig. Hör zu, mein Junge. Ich trage schon seit 30 Tagen dieses stickige Schwitzhemd an meinem Leibe. Meine Kleidung ist mittlerweile so speckig und dreckig, dass ich sie in die Ecke stellen könnte. Oben im Lagerhaus am Hafenkai steht meine alte Seemannskiste. Ich habe darin eine Schatulle mit meinen Klamotten eingelagert. Wenn du mir die hierher bringen könntest, würde ich ein paar Münzen dafür springen lassen. Was meinst du? Abgemacht, ich werde dir deine Schatulle bringen. Abgemacht. Ich werde dir deine Schatulle bringen. Braver Junge, hier hast du den Schlüssel zu meiner Seemannskiste. Sie steht im obersten Stockwerk des Lagerhauses am Hafenkai. Ist nicht leicht zu erreichen, aber ein schlauer Kerl wie du wird sie schon finden, was? Aber beeil dich! Und vor allem komm sofort wieder zu mir und lass niemanden an meine Schatulle, klar? Sind wohl recht wertvoll, die Hemden in deiner Schatulle, was? Lass das quatschen! Beweg dich! Okay, wie lange habe ich dafür Zeit? Vor allem, ich muss immer noch einen Weg hier rausfinden. So, und ich muss auch irgendwie... Also, ich muss hier rein. Raus! Mist. Raus oder setzt was! Komm her! Typen wie dich will ich hier nie wieder sehen! Okay, gibt's irgendwie noch einen anderen Weg?
Von hier vielleicht? Gold, rostiges Schwert, Knochen. Ukos! Raus! Ich geh schon raus, ja. Ukos? Wir sind noch Freunde, oder? Sag mal, kennst du Buddy? Buddy, Boss? Hm? Buddy arbeitet gut. Schleppt Kisten. Und was weißt du noch über ihn? Schuldest du ihm Gold? Gold ist nicht zum Essen da. Ukos braucht Fleisch. Gebratenes Fleisch. Was ist Ukos? Ist das ein Ork? Probier's woanders. Schlösser knacken verstehe ich nichts. Vom Schlösser knacken verstehe ich nichts. Okay, bis jetzt hat mich hier noch niemand erwischt. In dem Gebäude jetzt. Darf ich hier hoch? Buddy's True. Schlösser knacken verstehe ich nichts. Okay, hier wohnt Buddy. Vom Schlösser knacken verstehe ich nichts. Ja, Ukos. Ich will nicht aufs Maul bekommen. So, Bäuerin. Was denn? So, jetzt hier mal. Ja. Mana Wurzel. Elias. Hast du dich schon umgesehen? Suchst du etwas Bestimmtes? Eine Pfanne aus Gusseisen? Oder eine Halskette? Wenn du Hunger hast, wir haben Kartoffeln aus eigenem Anbau. Schau dir in Ruhe meine Waren an. Du bist also Händler? Nein, nicht wirklich. Ich bin Bauer. Ich verkaufe die Sachen nur, weil ich es muss. Zum Glück bin ich nicht gezwungen, zu Costa zu rennen. Wieso? Was ist mit Costa? Wieso? Was ist mit Costa? Er ist ein Betrüger. Und nutzt unsere Situation schamlos aus. Er kauft ihnen ihre Waren weit unter Wert ab und verkauft sie dann weiter. Also wenn du ein gutes Werk tun möchtest, sieh dir meine Waren mal an. Warum verkauft ihr eure Waren nicht woanders? Sollen wir etwa ins Händlerviertel rennen? Nein, die Händler dort wollen uns nicht haben. Wir haben nicht genug Gold, um ihre Waren zu kaufen. Selbst die Weißen wollen uns da oben nicht sehen und jagen uns davon. Da bleibt vielen von uns nur der Gang zu Costa. Was kannst du mir über die Stadt erzählen? Es gibt drei Viertel in der Stadt. Wir sind hier in der Gosse. Das ist die gesamte Straße oberhalb des Hafens. Weiter unten am Wasser ist das Hafenviertel. Es reicht vom Leuchtturm bis zu den Lagerhäusern und der Gefängniszelle am Ende des Kais. Im Händlerviertel leben die reichen Bürger und Händler. Dort ist auch das große Haupttor der Stadt. Erzähl mir was über das Händlerviertel. Wenn du Gold hast und gute Ware suchst, solltest du dorthin gehen. Rund um den Platz beim Haupttor gibt es viele Händler mit gutem Angebot. Wir Bauern sind dort nicht gerne gesehen. Wir vertreiben angeblich die guten Kunden. Pah, als wenn es die hier noch geben würde. Den Hafen? Erzähl mir was über den Hafen. Im Hafenviertel findet ein Seemann alles, was er auf Landgang braucht. Also eine Kneipe und das Bordell. Den Leuten sitzt das Gold zwar nicht mehr so locker wie früher,
Aber wenn du ein bisschen Vergnügen suchst, bist du dort genau richtig. Bei den Lagerhäusern findest du viele ehemalige Fischer und Arbeiter. Eines der Häuser wurde vom Orden beschlagnahmt. Was sie dort lagern, weiß ich nicht. Sonst noch was? Ja, die alte Hafenmeisterei ist ebenfalls vom Orden beschlagnahmt worden. Dort haben sie ein Schlachthaus eingerichtet. Wenn du genug Gold hast, kannst du dort Fleisch kaufen. Aber komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Das Haus wird gut bewacht. Und die Gosse? Erzähl mir was über die Gosse. Die Gosse nennt man alles oberhalb des Hafens. Hier wohnen vor allem die armen Leute und auch die meisten von uns Bauern. Am Ende der Gosse hat Meister Belschwur eine Suppenküche eingerichtet. Er ist ein Magier aus der Vulkanfestung und hilft den Bedürftigen. Sonst gibt es hier noch Flavio, ein Händler. Er hat sein Geschäft ebenfalls am Ende der Gosse, direkt neben dem Schrein. Wenn du ein Bier trinken willst, geh zu Josh. Er hat hier eine kleine Kneipe. Okay, lass mal deine Waren sehen. Lass mal deine Waren sehen. Was hat er denn da? Halskette. Händler geben gutes Geld dafür. Ja, okay, das will ich nicht. So, was habe ich hier? Das rostige Schwert. Den Kurzbogen behalte ich. Ich habe jetzt nichts, was ich jetzt, doch, hier, Wildschweinfell und den Knochen und, komm, die Hornmuschel. So, das ist Costa, mit dem möchte ich noch nicht reden. Bauer. Wer bist du? Eine Bäuerin. Warum sind die alle so knapp bekleidet, die Frauen? Katie? Salty? Ah, das hier ist alles die Gosse. Okay. Finn? Hi. Hi. Ich bin Finn. Du hast nicht zufällig Arbeit anzubieten? Nein. Mist. Hier in der Stadt ist nichts zu bekommen. Im Hafen ist nichts los. Und selbst Flavio hat keine Arbeit mehr. Was suchst du denn für Arbeit? Was suchst du denn für Arbeit? Egal. Ich nehme alles. Vielleicht sucht dort Bordell noch Aushilfe? Was kannst du mir über Flavio erzählen? Was kannst du mir über Flavio erzählen? Die meisten sagen immer, dass Belschwur der Einzige ist, der etwas für uns Bauern tut. Aber das ist nicht wahr. Flavio ist ein guter Mann und hat vielen von uns Arbeit gegeben. Jedenfalls, solange es noch welche gab. Und was ist jetzt? Nichts. Das Lagerhaus ist leergeräumt und hat die meisten von uns entlassen. Okay. Ach, Flavio? Ich bin der Händler Flavio. Hey, ich... Du bist bestimmt auf der Suche nach Arbeit. Ich kann dir keine geben, also probier es woanders. Du hast keine Arbeit mehr anzubieten? Du hast keine Arbeit mehr anzubieten? Seit die Stadttore geschlossen sind, kommen meine Jäger nicht mehr raus. Also gibt es keine Jagd mehr. Keine Jagd, keine Beute, kein Gold. So sieht's aus. Wir müssen halt alle den Gürtel enger schnallen. Mhm. Hast du einen Job, der in der Stadt erledigt werden kann? Hast du einen Job, der in der Stadt erledigt werden kann? Da ist schon eine Sache. Wir könnten hier alle mal eine Lieferung Fleisch gebrauchen. Soll ich etwa Fleisch verteilen? Nein, darum wird sich Meister Belschwur kümmern. Du musst das Fleisch aus der Schlachterei besorgen. Ich habe bereits mit Baxter gesprochen, aber er will 10 Felle haben, bevor er das Fleisch rausrückt. Ich soll also die Felle auftreiben. Wenn du das irgendwie schaffst, kriegen wir wenigstens Fleisch. Wegen des... Hast du keine Felle? Hast du keine Felle? Immerhin handelst du doch damit. Nein, mein Lager ist leer. Die Banditen haben sich zu oft bei mir bedient. Frag mal meine Jungs, Pavel oder Cole. Vielleicht wissen die etwas. Was habe ich davon, wenn ich die Felle auftreibe? Was habe ich davon, wenn ich die Felle auftreibe? Du willst für deine Arbeit bezahlt werden. Natürlich. Viel habe ich nicht mehr. Ich kann dir nur ein paar Pfeile anbieten. Ich kümmere mich um Baxter und die Felle. Ich kümmere mich um Baxter und die Felle. Gut, dann besorge 5 Keiler und 5 Wolfsfelle und bring sie Baxter. Sobald du das Fleisch hast, bring es zu Meister Belschwur, damit er es verteilen kann. Und womit handelst du? Womit handelst du? Mit Jagdtrophäen. Felle, Klauen und Zähne sind mein Geschäft.
Ich zahle für gute Beute und versorge dich mit neuen Pfeilen. Ich brauche ein paar Sachen. So, Kurzbogen, Pfeile. Ich habe nur 69 Münzen, okay. Wegen des Einbruchs? Wegen des Einbruchs. Was wurde gestohlen? Meine Felle. Wenn das nicht passiert wäre, hätte ich mein Geschäft abwickeln können. Verflucht. Ich hätte auf meinen Vater hören und zur See fahren sollen. Das hätte mir eine Menge Ärger erspart. Wer war am Tag des Einbruchs bei dir? Nur die üblichen nervigen Tagelöhner, die mir ihre Waren andrehen wollten. Dabei habe ich kaum noch Gold übrig. Wer war hier? Pavel war den ganzen Tag hier. Immerhin arbeitet er für mich. Und Vasili wollte mir Bier aus der Kneipe andrehen. Und dann war da noch Doyle. Er wollte Fisch verkaufen, aber ich habe ihn weggeschickt. Das waren alle. Doyle? Wer ist Doyle? Das ist Belschmur, okay. Jillis? Bäuerin? Wache? Okay, sie hat noch vernünftige Klamotten. Stimmt, die Frau von Dings hat auch noch. Von Esteban. Hat ja auch normale Klamotten. Salty. Aber die hat so gut wie nichts an. Was ist mit den Fellen von Flavio? Was soll damit sein? Die hast du doch auch gestohlen. Ach, die sind doch schon längst verkauft. Wenn du ein paar Felle brauchst, musst du dich schon selbst bedienen. Und wo? Hey, du musst schon selbst danach suchen, klar? So, Mo. Dagel. Achso. Aber wie kommt man hier raus? Ich würde gerne mal den Zauber bei Rachel ausprobieren. Und habe ich noch... Ich habe nur noch 4 Fleisch im Inventar. Hier ist, glaube ich, falsch. Ich speichere einmal, nur um sicher zu gehen, ob ich das überlebe. Meine Güte, nee. Was war's für... Bin ich falsch gesprungen, oder? Okay, das habe ich überlebt. Im Namen der Inquisition, du bist verhaftet. Nein! Lasst mich! Ja, kämpft ihr bitte gegeneinander. Irgendwann Krieg. Ja, irgendwann, aber nicht heute. Ich hab's aus der Stadt rausgeschafft. Bleib stehen! Ich glaube, die Viecher lassen mich in Ruhe. Jetzt bin ich aber neugierig. Würde mich Dingens, wie hieß er nochmal da am Tor, nochmal reinlassen? Ich will es mal rausfinden. Die sind jetzt alle weg. Nicht, dass ich jetzt jedes Mal nochmal neu 100 Gold ausgeben müsste. Das wäre sonst im wahrsten Sinne des Wortes ungünstig.
Weißt du, was wir noch machen eben? Wo haben wir Fackeln? Sieht man zumindest ein bisschen mehr was? Die Igelratte, ne Stachelratte, lässt mich in Ruhe. Ich quatsch mal mit ihm. Leto. Okay, wir können lass jeder... uns handeln. Hoppla, das wollte ich nicht. Ich wollte... Er kann uns jedes Mal noch mal neu in die Stadt lassen. Okay. Sagen, machen wir hier aber in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!